Sie ist wunderschön, finden Sie nicht? Oh ja, sie ist ein Traum. Ist sie zu verkaufen? Tja, wenn sie Ihnen nicht gefällt. Oh, und ob sie mir gefällt. Ups. Ja. Ach, tatsächlich? Und warum wollen Sie sie dann nicht haben? Oh, Paul, Sie sind mir vielleicht ein Schüsselchen und immer ziehen Sie mich auf. Ich? Bitte setzen Sie das auf meine Rechnung. Was? Wie bitte? Ja, natürlich. Ich will heute einen Strandspaziergang machen. Gefällt Ihnen mein neuer Hut? Nein, heute nicht, Frau Frühling, heute nicht. Oh. Aber an so einem Tag würde ich an Ihrer Stelle zum Strand gehen. Es ist herrliches Wetter. Oh. Was sind Sie nur für ein Witzbold, Paul? Ja, aber dann kam der tanzende, tobende Topfpflanzenfresser. Der hatte schleimige, sabbernde Beißer und spitze Greifer. Und damit packte er die Herrluftprinzessin und stopfte sie sich in sein riesiges Maul. Dann verschlang er sie mitsamt ihrer Topfpflanze. Also wirklich, Paar Herrluft, was soll denn das? Wenn du so weitermachst, wird Maxi noch Albträume bekommen. Da erschien ein wunderschöner Wirsingprinz. Er sah die Prinzessin in den Klauen der Bestie. Und voller Wut ging er sogleich auf das Monster los, erhieb es in tausend Stücke und befreite die Herrluftprinzessin. Schluss jetzt! Das reicht, Paar Herrluft. Maxchen braucht jetzt ein Morgenschläfchen. Ah, bestimmt fühlst du dich jetzt wieder viel wohler, meine Schöne. Ja, gnädige Frau, was kann ich für... Na, endlich! Das wurde aber auch Zeit. Ich warte jetzt schon eine geschlagene Stunde in Ihrem Trödelladen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Sie könnten sich wenigstens entschuldigen. Haben Sie kein Benehmen? Kann ich jetzt endlich die Blumen sehen? Sieh doch mal, was Mama hier hat. Ein Schnullibuch. Und jetzt sei brav und schlaf schön. Du und deine gruseligen Schauermärchen, Paar Herrluft. Versuch du ihn doch wieder ruhig zu bekommen. Die Geschichte geht noch weiter, Mädchen. Denn kurz darauf heiratete die schöne, reiche Herrluftprinzessin den armen Wirsingprinzen aus dem Gemüsefeld. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Tja, ich, Wie bitte? Oh, hörst du das auch? Paul hat anscheinend mal wieder einen sehr schwierigen Kunden. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Haben Sie nicht gehört? So wahr ich Vogelbein heiße, ich will Stechblumen und keine Ich verkaufe aber nur Topfpflanzen. Dann schneiden Sie die Blumen gefälligst ab! Na, was für eine ungehobelte Person! Wie kann man das nur verlangen? Stell dir vor, Blumen abzuschneiden! Das ist abscheulich, widerwärtig! Los, wir müssen dringend etwas unternehmen, Paar Herrlich! Sei vorsichtig, Dickerchen! Du bist nicht mehr der Jüngste! Nein, nie und nimmer! Kommt nicht in Frage! Ich werde meine Blumen nicht abschneiden! Nein, auf gar keinen Fall! Ja, Kraftsaft. Wurzelt mich super stark. Auf geht's. Hier kommt Paar Herrluft. Oh, oh, gerade noch rechtzeitig. Sie schneiden mir jetzt die Blumen ab, und zwar auf der Stelle. Nein, nein und nochmal nein, ich will nicht. Verwurzt auch das noch. Was, diese fiese Floßschleuder. Oh nein, und die dreht völlig durch. Ups. Na gut, sie will also Ärger. Bin ich von allen guten Wurzeln verlassen? Ich habe nur eine mitgenommen. Schneiden Sie mir jetzt endlich die Blumen! Nein, nein, auf keinen Fall! Sie, nie im Leben! Sie. Oh. Nein, nein, nein und nochmal nein! Wie bitte? Nein! Hm.
Also was jetzt? Nein! Nein! Au! Was? Nein! Wo ist der Kraftsaft? Gerüttel. Hättest du uns das nicht ersparen können? Wir sind die ganze Zeit nur so durch die Wohnung gepurzelt. Ich habe getan, was ich konnte. Tja, das war dann eben nicht genug, Per Herluf. Oh, sieh nur. Ja? Steh nicht so rum. Tu doch etwas, Per Herluf. Himmel, Ast und Wurzelbruch. Ich fürchte, das ist alles, was ich noch habe. So, das wär's. Den Rest schaffst du ja wohl allein. Ja, aber ich muss noch mal Wurzelsaft holen. Brav, Sündchen, mach schön Platz, bis das Herrlobchen wiederkommt. Hallo, hier bin ich, Paul. Hey, halt still, sonst stürze ich ab. Danke. Was hast du jetzt vor, Paar Herluf? Das wirst du gleich merken. Mund auf und Augen zumachen. Bin gleich bei dir. Hilfe! 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 Keine Angst, Paul, ich bin ja da. Hey, was ist das? Oh, verwelkt und zugewurzt, auch das noch. Der Schrumpfsaft hört auf zu wirken. Verwurzt schnell sogar. Was machen wir jetzt, Paar Herluf? Schnell, beeil dich, Paul, spring auf. Lustig ist das Herrluf-Leben. Fahr ja, fahr ja. Um Himmels willen, was hast du denn, Paar Herluf? Wach auf, komm wieder zu. Wald, wo des Herrlufs Aufenthalt. Fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, fahr ja, ho. Soll uns mal der Hochwagen fahr ja, fahr ja, ho. Gehen wir ein paar Wurzeln nagen. Fahr ja, ho. Psst, Herrluf, ist da was? Oh nein, was ist passiert? Schnell, Paar Herrluf, Harras hat uns gewittert. Nein, nicht schon wieder. Es ist immer dasselbe. Geht es denn nie ohne Gewürz? Pass gut auf Mäxchen auf. Ich muss kurz hoch. Sicher, Ma. Aber warum denn? Deinem Paar helfen, wie immer. Aha, na dann viel Spaß. Los! Mal sehen. Die nicht. Die auch nicht. Viel zu stark. Der wirkt nicht. Aha, da haben wir genau das Richtige. Schon etwas abgestanden. Noch sagen wir gut gereift. So, Freundchen. Fantastisch, mein Honigschnäuzchen, du bist. Ja, ja, Zeit fürs Abendessen. Ende gut, alles gut. Da ist was, was ich nicht verstehe.
Ja? Maherluf ist sofort wieder klein geworden, aber ich... Du hast eine ganze Flasche getrunken und Maherluf nur ein Schlückchen. Auf geht's. Na los, Paul. Du meinst, diesmal klappt es? Das will ich doch hoffen. Man ist halt nicht mehr der Jüngste und dann die ganze Saftsauferei. Vorsicht! Ah! Tada! Komm, ich zeig dir Mäxchen. Wen? Hier geht's lang. Oh, da gratuliere ich aber. Ach, wie niedlich. Du bist also Mäxchen, hm? Opa Nietzsche! Opa Sinn! Was hat er gesagt? Mäxchen will, dass du ein Lied singst. Gern, wenn du mir deine Gitarre... Warte, ich werde sie holen. Alle Wurzelpflanzen schlafen, Äuglein zu. Kleine Herrlufs gehen ins Bettchen, schlaf auch du. Wenn der Sandmann schleicht bei Mondschein durch die Wurzeln, lässt er Schlummersternstaub auf die Kinder purzeln. Greift ganz tief ins Säckchen, nur für dich, mein Kind, dass er allerschönste Herrluftträume findet. Durch das Land der Träume will er dein Begleiter sein. Kleiner Herrluft, schlafe ein.